Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Die nächsten 5 neuen Bücher, die Anfang des Jahres bzw. ja so in dem ersten Quartal bzw. Anfang des zweiten Quartals bei mir eingezogen sind, möchte ich euch sehr gerne heute zeigen. Ich hatte ja gesagt, dass ich ja eigentlich nur noch ein, zwei Videos habe für meine Neuzugänge. Das hat sich so ein bisschen geändert. Ein paar Bücher sind noch dazu gekommen. Ich habe ja so ein Stück weit mein Buchkaufverbot etwas ausgedehnt, etwas lockerer gesehen. Ich glaube, dass ich da ein Stück weit ja hier und da noch so ein bisschen meinen inneren Stress kompensiert habe. Aber es hält sich alles noch in Grenzen. Ist für mich alles noch vertretbar, weil die Anzahl, die dieses Jahr bei mir eingezogen sind, steht in zu keiner Relation, die zum Beispiel 2018 bei mir eingezogen sind oder 2019. Und von daher bin ich da noch sehr milde mit mir, aber ich bin auch jetzt schon mit mir ins Gericht gegangen und habe gesagt, hey, du hast ja eigentlich deine Buchkaufblogger und das ist eigentlich, was ich sehr ernst nehme und das soll auch wieder in den Fokus rücken. Aber manchmal kann man halt einfach der Versuchung nicht widerstehen, beziehungsweise versucht auch ein bisschen vielleicht den inneren Stress, den man hat oder den ich hatte, ein Stück weit zu kompensieren und vielleicht sich auch ein bisschen wieder Mut zu machen oder sich ein bisschen zu belohnen für die vergangene Zeit, aus welchen Gründen auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meinen Buchkaufverbot ein bisschen ausgedehnt, aber ich werde es jetzt definitiv wieder anziehen. Aber die Bücher, die ich euch heute zeigen möchte, sind definitiv vor meinem Buchkaufverbot bei mir eingezogen, wie ich ja gesagt habe schon. Und zwar würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Buch, welches ich gekauft habe. Und dazu möchte ich etwas weiter ausholen, denn in meinem letzten Neuzugänge-Video habe ich gesagt, dass ich Die Frauen von Birkenau gekauft habe. Und zwar beim Schöffling & Co. Verlag. Und dieses Buch kam nicht alleine bei mir an. Es hat noch ein anderes Buch bei mir Einzug gehalten, weil ich ja nicht in der Lage bin, nur ein einzelnes Buch zu kaufen, sondern es müssen immer zwei Bücher bei mir einziehen. Der Warenkorb darf nie mit nur einem Buch gespickt sein, warum auch immer. Das stelle ich immer wieder fest bei mir, dass wenn ich nur ein einziges Buch eigentlich kaufen möchte und es ja eigentlich keine Versandkosten gibt oder sonst, selbst wenn es welche gäbe, es muss immer zwei Bücher in diesem Warenkorb landen. Ich muss da tatsächlich mal drüber nachdenken, warum das bei mir so ist. Und in dem Warenkorb befand sich auch das Buch Seeland, Schneeland von dem Autoren Mirko Bonnet. Ich hoffe, dass man ihn so ausspricht, aus dem Schöffling & Co. Verlag. Dieses Buch ist am 2. Februar diesen Jahres erschienen und hat insgesamt 448 Seiten. Der Autor war mit diesem Buch für den Alfred-Döblin-Preis nominiert. Wir befinden uns hier in diesem Buch im Jahre 1921 in Wales und der Protagonist Mercy Blackborough kehrt von seiner gescheiterten Antarktis-Expedition zurück und muss feststellen, dass seine Geliebte ja nicht mehr zu Hause ist, beziehungsweise nicht mehr vor Ort ist, denn sie hat Wales Richtung Amerika verlassen. Und dieses Schiff befindet sich nun in einem sehr, sehr starken Schneesturm auf offener See. Und dieses Schiff ist halt, wie man stark vermuten kann, in ja, Seenot und der Protagonist macht sich nun auf den Weg, dieses Schiff zu retten bzw. seine Geliebte zu retten. So viel zum Inhalt, das ist das, was ich mir jetzt erschließen konnte aus dem Klappentext bzw. so steht es auch hinten auf dem Klappentext drauf. Ich fand, dass das sehr, sehr spannend klang, vor allen Dingen, weil es auch so durchscheinen lässt, dass wir hier ein sehr, sehr starkes Zerwürfnis haben von dem Hauptprotagonisten, wie er damit umgeht, dass seine Geliebte ihn ja verlassen hat, dass seine Geliebte auf dem Weg nach Amerika ist und dort eigentlich ein neues Leben vermutlich beginnen möchte, wie er damit umgeht, der Protagonist, und wie sich das so ja literarisch darstellen wird, diese raue See, diesen Schneesturm und
Ja, ich bin da schon sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen finde ich auch dieses Cover so unglaublich schön. Ich zeige es euch mal. Mir gefällt das richtig gut und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Aber mit seinen 448 Seiten hat das natürlich auch schon die eine oder andere Seite, die man erstmal lesen muss. Aber ja, die Schrift geht eigentlich einigermaßen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf dieses Buch, was mich hier erwarten wird. Ein unbekanntes Buch ist das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, definitiv für euch und auch für mich nicht mehr, denn ich habe es in einem meiner 5 gelesenen Bücher euch bereits gezeigt, denn ich habe dieses Buch bereits gelesen. Ich hatte es direkt nach dem Kaufen gelesen, also ein paar Tage später habe ich es gelesen, weil ich an diesem Buch einfach nicht dran vorbeigehen konnte. Und zwar handelt es sich um das Buch Übermenschen von der Autorin Julie C. aus dem Luchthandel Verlag. Dieses Buch wurde am 22.03. veröffentlicht und hatte insgesamt 412 Seiten. In diesem Buch verfolgen wir ja Dora, die in einem Dorf nahe Berlin zieht und damit Berlin den Rücken kehrt. In diesem Dorf trifft sie Menschen, mit denen sie sich sehr, sehr stark konfrontiert fühlt, denn sie glauben, oder beziehungsweise ihr Nachbar glaubt an Dinge, die ihr eigentlich total zuwider sind. Und auch mit den allen anderen Dorfbewohnern muss sie sich so ein bisschen arrangieren und muss ihre eigenen Vorurteile so ein Stück weit ablegen und über sich hinaus wachsen, um so mal den Inhalt ganz, ganz grob zu, ja, wiederzugeben. Ich mochte dieses Buch wahnsinnig gern. Ich habe es wirklich sehr, sehr gern gelesen. Und es ist mir tatsächlich immer noch in sehr, sehr starker Erinnerung, auch wenn es jetzt schon wieder eine ganze Weile her ist, als ich es gelesen habe. Meine komplette Meinung oder beziehungsweise meine vollständige Meinung, ja, könnt ihr in dem Video nochmal euch anschauen. Ich werde euch das Video entsprechend in der Infobox beziehungsweise hinter dem i nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch das Video sehr, sehr gerne nochmal anschauen, wenn euch meine Meinung zu diesem Buch interessiert. Hier auch nochmal möchte ich sagen, dass ich euch dieses Buch wirklich nur empfehlen kann, es zu lesen. Es war, wie immer, wer Julie C. mag, ein, ja, tolles Lesevergnügen und ein Lesevergnügen, was auch nochmal vielleicht die eine oder andere Sichtweise von einem selbst verändert und hier und da nochmal, ja, ins Nachdenken kommen lässt. Das ist mein zweiter Neuzugang, den ich demzufolge auf meiner Liste eigentlich schon abhaken kann, denn ich habe ihn ja schon gelesen, was mich sehr, sehr freut. Der dritte Neuzugang, den ich euch gerne zeigen möchte, wird euch eigentlich gar nicht so überraschen, denn dieser Neuzugang ist der dritte Teil einer Reihe und diese Reihe habe ich dieses Jahr erst für mich entdeckt, aber ich wollte ihn mir da tatsächlich ganz schnell dazu kaufen, damit ich ihn einfach da habe, wenn ich richtig Lust habe, mit dieser Reihe fortzufahren, ihn dann auch tatsächlich sofort lesen kann. Zum Inhalt möchte ich euch gar nicht so viel verraten, denn es ist ja, wie gesagt, der dritte Teil einer Reihe und ich möchte euch ungern und auch mich nicht so wirklich spoilern. Und zwar handelt es sich um den dritten Teil der Matthew Corbett-Reihe und zwar hier Matthew Corbett und die Königin der Verdammten von Robert McCammon aus dem Lucifer Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 424 Seiten und ist im Jahre 2018 veröffentlicht worden. Also schon, ja, schon wieder ein bisschen älter, naja, so drei, ja, so über 3 Jahre. Aber ich freue mich sehr auf dieses Buch. Ich bin schon sehr gespannt, wie es mit Matthew Corbett weitergeht, was er nach den Erlebnissen von Band 1 bzw. Band 2 erleben wird, wie er, ja, die Ereignisse aus Band 1 und 2 ja verarbeitet hat, beziehungsweise ja, was in seinem Leben noch so vor sich geht. Ich freue mich sehr darauf und ich mag auch diese Aufmachung dieser Bücher. Ich finde diese Cover so wunderschön und ja, ich mag sie sehr, sehr gerne und ich bin schon sehr gespannt, was auf uns hier drauf zukommen wird. Ich denke, dass viele, also beziehungsweise die diese Reihe schon kennen, diesen Teil schon kennen werden. Ich stehe noch quasi nur so ein bisschen ganz am Anfang, aber ich freue mich sehr darauf, auch diesen Band zu lesen. Wenn mir dieser Band wieder gefallen wird, werde ich während des Lesens auch schon Band 2 kaufen. Also was heißt Band 2? Band 4 wäre das. Aber wie ihr hier seht, es heißt ja die Königin der Verdammten Band 1 in dem Fall. Es wird auch noch Königin der Verdammten Band 2 geben. Auch dieser Band ist wieder gesplittet.
Und ja, wenn dieser Band wieder gefallen wird, dann werde ich während des Lesens dann auch einfach Band 2 schon kaufen, damit ich dann gleich im Anschluss wieder direkt weiterlesen. Das bietet sich hier sehr gut an und damit bin ich beim ersten oder den ersten beiden Bänden eigentlich schon ganz gut gefahren. Ah, ich freue mich sehr auf diesen Band und jetzt, wenn ich das in der Hand halte, würde ich am liebsten gleich loslegen, aber die anderen Bücher, die ich aktuell gerade lese, binden mich dann doch zu sehr, um jetzt auch noch mit diesem Band anzufangen. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch dazu greifen werde. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht mehr reinpassen wird, einfach weil meine Sub-Challenge-Bücher noch auf mich warten und eigentlich habe ich ja auch noch meine 12-Month-12-Bücher-Challenge, die ich ja auch noch fortfahren möchte oder fortsetzen möchte, besser gesagt. Und ja, aber wir lesen, auf was wir gerade Lust haben und vielleicht kann ich es ja dann doch noch reinschieben. Das nächste Buch, was ich hier in meinen Händen halte, ist zum einen mal kein Hardcover, sondern ein Taschenbuch und es ist tatsächlich ein gebrauchtes Buch, was ich hier habe, aber es ist auch bereits von mir gelesen und damit habe ich es euch ebenfalls in meinen 5 gelesenen Büchern bereits vorgestellt. Das entsprechende Video werde ich euch natürlich wie immer ebenfalls in der Infobox und hinter dem i verlinken. Wenn dich meine Meinung zu diesem Buch interessiert, dann schaut da gerne nochmal rein. Und zwar handelt es sich um Artenschaukel von Hertha Müller hier aus dem Fischer Taschenbuch Verlag. Wir verfolgen hier einen Protagonisten, der uns ja das Leben in einem Arbeitslager schildert und zwar 1945 in Rumänien. Und diese Schilderung erfolgt auf sehr, sehr eindringliche Art und Weise und hat mich jetzt auch so im Nachhinein nochmal sehr, sehr stark berührt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Buch wahrscheinlich bis heute noch nicht in Gänze erfasst habe. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich dieses Buch nochmal lesen muss und wahrscheinlich nicht noch einmal, um es wirklich zu verstehen. Wahrscheinlich sind auch damals aufgrund dieses, ja, dieser, ich würde nicht sagen Unverständnis, aber dieses noch nicht hundertprozentige Erfassen, die ein oder anderen Kritikpunkte entstanden, die ich damals hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das wahrscheinlich nochmal ändern würde, wenn ich dieses Buch nochmal lesen würde. Für dieses Buch muss man aus meiner Sicht wirklich bereit sein. Man muss die richtige Zeit abpassen, man braucht die richtige Ruhe und man muss persönlich auch in dem Moment vielleicht auch ein Stück weit gefestigt sein, um dieses Buch wirklich begreifen zu können. Es ist aber aus meiner Sicht ein sehr literarisch hochwertiges Buch. Es ist ein Buch, in dem man sich sehr, sehr lange aufhalten kann, in dem man sehr lange drin schwelgen kann, in dem man sehr lange drüber nachdenken kann und der ganz, ganz viel und das ganz, ganz viel mit einem macht. Ich habe mir vorgenommen, dieses Buch sehr, sehr zeitnah nochmal zu lesen, beziehungsweise es generell einfach nochmal zu lesen, ob es jetzt zeitnah passiert, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber ich möchte dieses Buch definitiv nochmal lesen und nochmal für mich entdecken und nochmal einen anderen Blickwinkel für mich auf dieses Buch bekommen. Da ich jetzt ja weiß, was hier auf mich zukommt, habe ich natürlich ein ganz kleines wenig Angst, ein ganz klein wenig Angst vor diesem Buch, weil ich ja, wie gesagt, einfach weiß, was auf mich hier zukommt. Aber ich finde, dieses Buch hat einfach nochmal verdient, dass ich es nochmal lese und nochmal für mich entdecke. In erster Linie ist dieses Buch jetzt aber erstmal gelesen und damit quasi von meiner Liste 100, dass ich es ja irgendwann in meiner Sub-Challenge lesen müsste, weil gelesen ist es auf jeden Fall. Am 20. März ist ja offizieller Indie Book Day Tag und an diesem Tag wird ja aufgerufen, dass man sich mit den unabhängigen Verlagen ein Stück weit auseinandersetzt beziehungsweise von diesen unabhängigen Verlagen Bücher kauft oder auch nur ein Buch, das ist ja jedem selbst überlassen. Und ich bin dieser Aufforderung gefolgt und habe mich auch für ein Buch entschieden, was ich gekauft habe. Und dieses Buch hat mich vom Klappentext her sehr, sehr neugierig gemacht. Und ich bin der Meinung, dass dieses Buch auch hier und da sehr, sehr positiv besprochen wurde. Bin mir da aber nicht mehr sicher, weil das Cover konnte man hier und da finden. Jedenfalls sehr, sehr ähnliche Cover. Von daher bin ich mir gerade nicht so sicher. Und zwar handelt es sich um Wenn du mich heute wieder fragen würdest von der Autorin Mary Beth Keane aus dem Eisela Verlag. Dieses Buch wurde am 20.10.2020 veröffentlicht und hat insgesamt 462 Seiten. Aus dem Amerikanischen wurde dieses Buch von Wiebke Kuhn übersetzt
Und ich möchte euch gerne den Klappentext vorlesen an dieser Stelle, damit ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt, warum mich dieses Buch so neugierig gemacht hat. Gillen, eine New Yorker Vorstadt mit ordentlichen Häusern und großen Vorgärten. Hier wohnen die Cleasons, bleiben aber nicht lange allein, denn ins Haus auf der anderen Straßenseite ziehen die Stanhopes. Lena Cleason würde sich gern mit Anne Stanhope anfreunden, doch diese kühl, elegant, süßig labil verweigert jeden Kontakt. Erst ihre Kinder Kate und Peter finden den Weg zueinander. Zwischen ihnen steht eine Freundschaft, eine Liebe, die durch einen tragischen Vorfall auf die Probe gestellt wird. Ein Vorfall, dessen wahre Wurzeln erst viele Jahre später ans Licht kommen werden. Ich finde, dass dieser Klappentext so unheimlich spannend klingt und ich bin sehr, sehr neugierig, was denn dieser Vorfall war, wie diese Familien zueinander finden und wie diese Familien sich auch wieder voneinander lösen werden und was halt, wie gesagt, dieser Vorfall ist. Es wäre mein erstes Buch von dieser Autorin und ich bin schon gespannt, um was es sich hier tatsächlich für ein Buch handelt, ob es wirklich eher so, naja, ein normaler Roman ist oder ob es dann doch mehr ein Entspannungsroman ist oder doch vielleicht mehr so Thriller oder so in die Richtung geht. Ich bin mal sehr gespannt, was hier auf mich zukommt. Auf jeden Fall klingt dieser Klappentext sehr, sehr interessant. Das waren nun meine nächsten 5 Neuzugänge, die bei mir eingezogen sind. Und ich bin sehr froh, dass auch 2 davon schon gelesen sind und tatsächlich keine Subbücher mehr sind. Die anderen muss ich natürlich noch lesen, genauso wie die Neuzugänge, die ich euch bereits gezeigt habe. Aber wie gesagt, da bin ich ja dran, so Stück für Stück. Und ja, ich gebe mir da auch jetzt wieder mehr Mühe, dass mein Buchkaufverbot auch tatsächlich wieder mehr zum Tragen kommt und gar nicht mehr so viele Neuzugänge hinzukommen. Aber generell muss ich halt schon sagen, dass wirklich wesentlich weniger Neuzugänge bei mir eingezogen sind. Und darüber bin ich jetzt auch immer noch sehr, sehr froh, auch wenn ich so ein kleines bisschen eingeknickt bin in der letzten Zeit. Aber ja, man kann nicht immer standhaft bleiben, vor allem bei den Büchern, die neu erscheinen, die einen locken, die einen so unglaublich interessiert. Und so ein Stück weit muss man ja auch sich die Freude am Lesen behalten und darf sich nicht allzu sehr einschränken. Aber ich möchte natürlich, dass mein Sub ja abgebaut wird, dass er kleiner wird und dass die gelesenen Bücher mehr Überhand nehmen als die Subbücher, die bei mir hier im Regal stehen. Zum Abschluss möchte ich natürlich von euch noch wissen, ob ihr eins der Bücher, die ich euch heute vorgestellt habe, schon kennt, ob ihr sie bereits gelesen habt und wie eure Meinung dazu ist. Das würde mich natürlich wie immer interessieren, aber mich würde es auch interessieren, ob eins der Bücher vielleicht bei euch auch auf dem Sub liegt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, habt schöne Lesestunden, passt auf euch auf, bis dahin, tschüss!